Ja, servus die Malen und grüß euch die Buben. Ja, wie ihr gesehen habt, ich bin wieder unterwegs. Wir haben 20 Grad, bitte. Wir haben heute den 20. Oktober und wir haben 20 Grad. Gigantisch. Ja, was mache ich heute? Ich habe schon einmal versprochen, ich gehe da jetzt auf der herüberen Seite, wo die Morch in die Donau mündet, wo dann Schloss Devin oder Burg Devin vis-à-vis ist. Video habe ich da. Könnt ihr euch anschauen, wo ich das letzte Mal war, habe ich ja gesagt, ich gehe dann noch auf die herübere Seite und das mache ich heute. Also, gehen wir mal. Ja, Freunde, und der Bergspitzen da oben, da ist diejenige, wo diese russische Raketenstellung ist mit den Silos. Video habe ich euch eh schon mal verlinkt, aber ich verlinke euch da oben jetzt noch einmal zum Anschauen. Ja, und wir gehen jetzt weiter Richtung Devin. Ja, das zahlt sich da leider auf die Wege um. Alles nur Feldweg, aber bald sind wir da. Ja, da ist so ein kleiner Überlauf. Ist aber austrocknet, zeige ich euch gleich. Wenn man sieht, alles austrocknet. Naja. Ja, da oben haben wir Schloss Devin und da vorne gehen wir in den Wald rein und dann sind wir gleich da. Ja, da geht es jetzt in den Wald rein. Kommen wir runter zum Wasser, da haben wir noch einen Lost Place. Einen Leo Place quasi. Ah ja, nichts Besonderes, aber ich schaue mit euch schnell rein. Ja, nicht weiß gut was, wie gesagt. So, und jetzt sind wir hier unten. Da bläst natürlich der Wind. So, jetzt sind wir heruntergekommen. Schaut schon imposant aus aus der Nähe. He? Ja, mal schauen, schauen wir uns das näher an. Ja, ein paar Leute sind oben am Turm. Und jetzt schwenken wir mal um aufs Frauentürmchen. Seht ihr es einmal aus der Nähe? Ja, weiter kann ich leider nicht zoomen mit der. Ja, Freunde, da seht ihr jetzt neben mir die Morch. Das ist eigentlich die Grenze zu der Slowakei. Ja, und da ein bisschen flussaufwärts ist diese Radlbrücken, wo ich damals mit dem Radl drüber gefahren habe, drüber gefahren bin. Video verlinke ich da oben jetzt. Ja, jetzt schauen wir mal da ein bisschen hinter. Ein bisschen in den Wald rein. Ein bisschen ein Käfchen. Durst habe ich auch. Kleinigkeit beißen. Ja, da schauen wir jetzt ein bisschen vier, schauen wir, dass wir einen Platz finden. Da hat wohl schon einer angefangen zum Schelter bauen. Der Rest ist davon geschwommen. Na, da herin ist einiges umgefallen. Aber ich werde mir da jetzt trotzdem einen Platz suchen. Für mein Käfchen. Ich glaube, ich werde mir das Platz gleich genehmigen. Das ist halbwegs safe. Das nehmen wir. Ja, jetzt gibt es einen Schluck zum Trinken. Ein bisschen Energie. Und eine Kleinigkeit. Was kalt. Edelbute geräuchert. So kann man aussehen. Mahlzeit.
Nicht schlecht. Ja, tolle Gegend. Gefällt mir extrem gut. Überhaupt da jetzt im Wald herinnen. Gigantische Atmosphäre. Da machen wir jetzt noch einen Kaffee. Muss man dann ein bisschen einen Windschutz holen. Da bläst ein bisschen sehr her. Ich habe da vorhin so ein Stückchen, ein Holzstückchen gesehen, ein geschnittenes. Das wäre mir gar holen. Genau, das werden wir gar mitnehmen. Alles Schutz. So, da. Das ist das Richtige. Ja, jetzt mache ich mir mal ein Käfchen. Ich glaube, ich werde einfach wirklich alt. Es ist ein Wahnsinn. Ich muss mir, glaube ich, eine Liste schreiben, was ich mir mitnehme. Habe ich nicht erst ein Video gemacht, was mache ich, wenn ich meinen Becher vergiss. Bei der Bialetti. Video hau ich da auf. Ich habe ihn wieder vergessen. Marantana! Ah. Aber heute nehme ich das statt am Becher. Die eine Seite nehmen wir zum Trinken. Passt. Okay. Und los geht's. Aber er ist fertig. Und das wird auch gleich viel heißer als wie meine Tassen. Ja, jetzt geht das. Ja, Freunde, in dem Sinn, ihr wisst wieder, meine Krankensessel, die Nummer 1, gesund werden. Schaut euch das wieder an. Also so ein Oktober, das ist ja der goldene Herbst quasi. Aufstehen, gesund werden und raus mit euch. Und natürlich auch den Rest der Welt, wie immer. Prost! Ja, das ist gleich was anderes als ein Blechtassel. Mist habe ich meistens so kleiner. Da liegt ja alles beieinander. Jawohl. Ah, die Lacki. Ja, das war's wieder. Und ich befinde mich wieder am Rückweg. Schön war's. Wetter spielt auch mit. Ist ein bisschen dunkel geworden, aber egal. Ja, jetzt bin ich noch einmal bei dem Überlauf da. Beim Retourweg. Schaut da hin, sind es gerade zwei Weißkopfgeier, Reiher. Zwei weiße Reiher halt davon geflogen. Die späte Kamera in die Hecke gerissen. Sind natürlich verschwunden. Schade. Ja, aber was so ist. Jetzt sind wir gleich wieder beim Auto. Ja, man wird es leider nicht sehen, aber da drin steht er, der Reiher. Ja, der zweite ist zuerst auch zugeflogen, aber der versteckt sich anscheinend noch. Ja, Freunde, das war es einmal wieder. Wie ihr seht, bin ich bei der Droschke angekommen. Und jetzt geht's abwärts nach Hause. War ein super Tagerl. Schöne Büdeln haben wir eingefangen. Natürlich schönes Video. Und ja, meine üblichen Worte, ich sag wie immer,
danke fürs Dabeisein, danke fürs Mitlaufen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, eine schöne Woche und Servus die Mal und viert euch die Burm.